Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming und ich darf euch heute wieder ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Bundesliga Foot Draft. Ich habe letzte Woche den Bundesliga Start verpasst, wozu ich dann leider kein Bundesliga Comeback Foot Draft gemacht habe wie zur BPL. Aber das möchte ich heute natürlich nachholen mit einem XXL Bundesliga Foot Draft. Ihr habt auf Instagram abgestimmt, dass ihr unbedingt ein Bundesliga XXL Foot Draft sehen wollt und deshalb mache ich es heute natürlich. Und ich habe mir gedacht, welches Trikot kann ich dazu anziehen? Wenn ich Dortmund anziehe, heulen alle rum. Wenn ich das anziehe, heulen die einen rum. Dann dachte ich, okay, ich ziehe einfach das Deutschland-Trikot an für die Bundesliga. Und ich hoffe, ihr habt heute Spaß. Wenn ihr mehr XXL Foot Draft sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, damit verschiedenen Ligen, verschiedene Nationalitäten, alles Mögliche. Ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem ersten Foot Draft. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr heute wieder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Alle meine Social Media Links sind in der Beschreibung: Snapchat, Twitter und Instagram. Für günstige Coins natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's los: Bundesliga Foot Draft. Ich hab richtig Bock. Und da haben wir... Ach, wieder nicht meine... Ich verwechsel es jedes Mal. Es ist nicht meine Lieblingsformation. Ich würde sagen, für ein heftiges Bundesliga-Footdraft können wir mal eine saftige Dreierkette nehmen. Und wir starten mit dem 90er Rechtsverteidiger Philipp Lahm. Das geht doch schon mal... Wollte ich gerade sagen, das geht super los. Ich meinte... Ja. Also, nächster Innenverteidiger... So, geiles Footdraft, yeah. Ich nehme einfach den Footy mit, ach du Scheiße. Dafür könnt ihr mir jetzt mal einen guten Keeper geben und wir kriegen Bernd Leno aus der Bundesliga. Okay, oh, stark. Och, geil, Pogba von ManU, aber Footy-Winner groß. Wir haben Iniesta, Fabregas und Modric, keinen aus der Bundesliga. Junge, Junge, Junge. Ich nehme natürlich Groß mit, falls wir ihn irgendwie Bundesliga-mäßig linken können. Wir haben Dahoud, Team of the Season. Wir hätten auch Footy Junuzovic. Ich nehme mal Dahoud mit, weil er einfach higher gerated ist. Sehr schön. Boom. Und wenn wir das nochmal tauschen, kriegen wir nochmal Chemie. Junge, jetzt schon mal 50 Chemie. Das Draft gefällt mir schon mal ganz gut. Diego Costa. Diego Costa, genau. Douglas Costa, genau. Und jetzt gehen wir nochmal auf die linke Mittelfeldposition und kriegen niemand aus der Bundesliga. Wir kriegen Schartoff, der ist highest rated. Bringt das hier irgendwas? Oh, der Pedro würde linken hier zu unserem Atzen hier. Ich nehme mal den highest rated mit und jetzt geht's in den Angriff. So ein Reus wäre, jawohl. Ein Reus wäre geil. Auf der rechten Seite kriegen wir natürlich Abfall. Dort nehmen wir, müsste, irgendjemand, der eventuell hier Cherchi würde zu Groß linken. Ich nehme mal Cherchi mit und jetzt einen nice Bundesliga-Striker. Ach du grüne Neune. Zlatan Ibrahimovic, Team of the Season ist aber 98, können wir leider nicht mitnehmen. Nehmen wir den 90er Lever mit, was immer noch gut ist. 80 Chemie, mal sehen, was uns so die Bank bringt. Wir fangen wieder ganz hinten an auf der Bank und bekommen als erstes mal keinen Bundesligaspieler. Ich nehme mal Pjanic einfach mal mit. Die zweite Position auf der Bank. Oh, 86er Schweini. Der Rest kommt auch nicht aus der Bundesliga. Nehme ich ihn mal mit. Können wir nochmal für Chemie ins linke Mittelfeld tun. Gar nicht mal so schlecht von der Chemie. Gefällt mir schon echt gut. Wir haben Scher von Hoffenheim. Gibt sogar weniger Chemie. Ja klar, weil hier, was ist, wenn wir das tauschen? Jawohl, 85 Chemie schon mal. Das ist doch mal nice. Hier geht aber auf jeden Fall noch mehr. Wir kriegen 99er Ronaldo. Keiner hier aus der Bundesliga. Dann nehme ich Ronaldo natürlich erstmal mit, gar keine Frage. Oh, Drogba. Team of the Season Drogba. Sehr interessante Karte. Ist auch highest rated, sonst niemand aus der Bundesliga. Nehme ich natürlich mit. Und hier haben wir 95er Hulk. Junge, Junge, Junge. Das wird ja mal ein Knaller. Jetzt nochmal vielleicht Bundesliga. Leider nein, leider gar nicht. Payet hätten wir. Coit. Ich nehme highest rated Coit mit. Was brauchen wir noch, um vielleicht Chemie zu kriegen? Wir bräuchten noch jemanden für hier vorne. Für den rechten Flügel. Am besten eben aus der Bundesliga. Ich könnte eventuell auch Hulk dahinstellen. Der würde noch mit Costa linken. Wir haben hier wieder keinen aus der Bundesliga. Wir haben aber Konoplyanka, der jetzt, glaube ich, so gut wie safe
bei Schalke ist, was ich ziemlich nice finde, dass er in die Bundesliga gewechselt ist. Das feiere ich echt mega. Also so ein guter Spieler und so ein Schnäppchen. Ich glaube nur 15 Millionen. Das ist auf jeden Fall eine günstige Nummer. Also da haben sie echt ein gutes Schnäppchen gemacht. Und jetzt gehen wir zu den letzten zwei Spielern. Niemand aus der Bundesliga. Ich nehme Highest Rated und der letzte Keeper wird Ron-Robert Zieler. Jawolski. Mal sehen, kriege ich hier noch irgendwas bei der Chemie raus? Wir haben tatsächlich 91 Chemie mit Ron-Robert Zieler als linker Mittelfeldspieler. Nehmen wir mal noch den Manager. Leider keinen deutschen. 91, 93. Hello, my friend. I like you. Wir haben 93 Chemie mit Lima wegen den drei Brasilianern. Wir haben im rechten Mittelfeld noch Hulk dabei. Das erste Draft ist 1,81. Also da ist noch Luft nach oben. Aber an sich schon mal finde ich persönlich ein ziemlich, ziemlich gut aussehendes Bundesliga-Draft. Mal sehen, ob wir das im zweiten toppen können. Und Footdraft numero dos. Was haben wir für gute Formationen? Wir hatten 4-3-3. Was, glaube ich, unsere beste Möglichkeit ist, aber zwei Defensive. Hier gibt es auch zwei Defensive. Ich nehme dann mal... Komm, wir probieren es einfach mal mit 4-5-1. Das ist eine andere Formation, sehen wir nicht so häufig. Und wir starten leider mit keinem Bundesliga-Spieler. Dann nehme ich natürlich mal Messi mit. Und jetzt mal ein heftiger Striker vielleicht zu Beginn. Keiner aus der Bundesliga. Das ist schade, ist das. Hör mal, das sage ich dir aber. Dafür jetzt hier links. Wir kriegen einen neuen Reus und einen Costa. Ich nehme natürlich den 88er Reus diesmal mit direkt. Machen wir keine großartigen Faxen. Wir haben noch Gündogan von Dortmund. Der gute alte neue City-Spieler. Wir haben Vidal. Jawohl, Man of the Match Vidal. Sehr, sehr starke Karte. Und dem nächsten ZM. Komm schon, Bundesliga. Gib mir Bundesliga. Keine Bundesliga dabei. Dann nehme ich einfach mal... Lacken. Linker Verteidiger an dieser Stelle. Haben wir Philippe Luis 89. Der Rest nicht aus der Bundesliga. Dann greife ich einfach mal zum Highest Rated. Das sieht bisher nicht so wirklich gut aus für Bundesliga in diese Richtung. Wir hätten Bartra, der jetzt auch mittlerweile in der Bundesliga spielt. Aber hier natürlich die FC Barcelona-Karte von ihm. Wir haben Verhaag aus der Bundesliga von Augsburg. Den nehme ich mit. Und jetzt mal den Keeper. Also jetzt könnte die Bank auf jeden Fall nochmal besser werden. Und jetzt sollte die Bank doch nochmal ein paar Überraschungen, finde ich, für uns bereithalten. Wir haben den BVB Mkhitaryan. Also wir kriegen irgendwie nur Spieler, die nicht mehr in dem Verein spielen mittlerweile. Also das ist ja nicht so geil. Ich meine, also an sich ist es natürlich geil, dass wir jetzt Mkhitaryan haben. Aber ich möchte natürlich auch mal ein paar neue Spieler haben. Wir haben 87er Cavani. Also Bundesliga ist hier jetzt mal gerade völlig fehl am Platz. Ja, also dieses Bundesliga-Draft war definitiv nicht das Wahre. Ich würde sagen, wir versuchen es direkt nochmal. Ich hoffe ja, jetzt wird es ein besseres Draft. Und wir fangen direkt mit 3-4-3 an und starten mit keinem Bundesligaspieler. Meine Güte, EA, komm, give it to me. Ja, gut. Ne? Ja. Unfassbar, oder? Da haben wir einen 87er Reus, also das geht schon besser, Robert. Das geht besser. Wir haben Enes Benatira, der mittlerweile bei Darmstadt spielt, weil wie er da immer drauf gekommen ist. Dahin zu wechseln, wir nehmen 95er Iniesta mit. Wow, 93er Modric. Da hätten wir vielleicht gerade eventuell eher groß mitnehmen können für Bundesliga. Das sehe ich auf jeden Fall ein, diesen Punkt. Wir nehmen 82er Figulia. Das könnte ein heftiges BBVA-Draft werden. Wir haben den neuen Naldo von Schalke. Der hat ja im ersten Spieltag nicht so wirklich gezeigt, wer eigentlich Naldo ist. Das hätte er auf jeden Fall besser machen können. Wen nehmen wir jetzt mit? Nehmen wir Bonucci mit oder nehmen wir Smalling mit? Ich würde sagen, highest rated Bonucci. Oder wir könnten auch Abdenur eigentlich so theoretisch einbauen. Scheiß drauf. Ich nehme einfach jetzt Abdenur mit. Pack ihn mal hier rein. Komm, lassen wir es erstmal so. Zack, die Bohne. Und PP, Robert Huth. Jetzt hätte ich natürlich lieber Smalling mitgenommen. Aber Robert Huth linkt zu keinem, auch wenn er ein Deutscher ist. Also nehme ich mal PP mit. Tausche jetzt mal hier die Ja, habe ich gerade wirklich Robert Huth aus Versehen mitgenommen? Starke, verdammt starke Leistung. Gut.
Weiter im Kontext, Claudio Bravo können wir hier mitnehmen. Ey, das packt mich jetzt schon ein bisschen ab, ne? Aber nur so ein bisschen, ne? Aber wir haben schon mal 86er und 88er Rating, aber noch nicht so viele Bundesligaspieler. Jetzt wird's mal Zeit für ein paar Bundesliga-Kracher hier. Ich habe gesagt, Bundesliga. Das gefällt mir doch schon mal besser, aber immer noch keine Bundesliga-Auswahl. 94er Futti, De Bruyne. Also das erste Bundesliga-Draft, das hat mir bisher immer noch am besten gefallen, muss ich sagen. Jetzt fehlt es ein bisschen an der Auswahl und da haben wir gleich die Doppelauswahl mit 89er. Müller, keine Frage, den nehme ich natürlich mit. Packe ich erstmal rein für Ben Hatira, gibt hier sogar mehr Chemie. Sehr, sehr schön. Und komm, jetzt muss es direkt weitergehen. Leider nein, leider gar nicht, leider überhaupt nicht. Jetzt geht es mal wieder hier weiter mit einem Bundesligaspieler und zwar Karim Bellarabi. Jetzt müssen wir, ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Spieler und dann schaue ich mal, ob ich hier am Ende noch was Bundesliga-mäßiges irgendwie bei rauskriegen kann. Weil das wird jetzt echt schwer. Wir haben nicht so viele Bundesligaspieler. Wir haben Dante, der jetzt auch in die französische Liga gewechselt ist. Den nehme ich mal mit für die Verteidigung. Und dann haben wir noch zwei Slots hier übrig. Und zwar einmal Jesus, der ist jetzt Linksverteidiger. Jesus Christ. Wir haben aber Zambrano aus der Bundesliga. Und der letzte Keeper wird kein geringerer als Ron Rovazzi, ah, der ist jetzt bei Leicester. Ach du Scheiße, aber ich nehme mal den deutschen Keeper mit hier. Ah, das bringt mir gar nichts, einen deutschen Keeper mitzunehmen. Nicht mal Navas mit. 88 Chemie. Hoffentlich, vielleicht kriege ich noch ein bisschen was raus. Ich probiere mal kurz ein bisschen aus. Okay, also Bundesliga-mäßig wäre das unsere beste Opportion. Opportion, ja. Bundesliga-mäßig wäre das unsere beste Möglichkeit. Mit Müller, Benatira, Reus. Aber so richtig geil sieht es nicht aus. Da sieht das doch schon mal viel besser aus. Ist zwar BWVA. Okay, wir haben jetzt kein gutes Bundesliga-Ding hinbekommen. Oh, wir kriegen sogar den deutschen Manager. Den nehme ich mit. Da muss ich jetzt doch nochmal kurz umbauen. Okay, wir haben so also doch 92 Chemie. Mir gefällt der Link zwischen Abdenur und Ben Hatira hier links. Richtig nice eigentlich. Also 92 Chemie, 88er Rating. Ist doch gar nicht mal so schlecht ausgefallen, wie ich dachte. Aber wir haben nicht ganz so viele Bundesliga-Spieler. Also, nächstes Draft ganz sicher besser. So, so schnell geht's und wir sind schon wieder im nächsten Draft und nehmen, komm, wir nehmen jetzt mal eine normale Formation. Wir nehmen jetzt 4-3-2-1 mit und hiermit wird es ein saftiges Draft geben und wir haben 88er. I Man of the Match, Alonso aus der Bundesliga. Wusste ich nicht mal, dass der existiert. Das ist doch mal nice. So, wir haben Goretzka, der direkt dazu linkt. Das ist doch mal ein super Start. Jetzt bin ich in die Innenverteidigung gegangen, aber wir haben Naldo bekommen. I like that. Komm, und jetzt noch im Mittelfeld ein geiler Bundesligaspieler. Leider nicht, aber wir haben einen Deutschen. Das ist groß. Das könnte eventuell noch klappen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich gehe mal jetzt in den rechten Stürmerposition. Wir kriegen Mkhitaryan. Junge, Junge, Junge. Bundesliga ist on fleek bisher. Und Aubameyang. Leider nur die 84er-Karte. Aber immerhin besser als nichts. Und jetzt kein Reus. Wow, das ist selten, dass wir keinen Reus kriegen. Wen nehmen wir hier jetzt? Keiner von den Boys linkt eigentlich. Absolut wirklich niemand. Dann nehme ich einfach Di Maria mit, weil er der highest rated ist. Vielleicht kriegen wir jetzt noch irgendwie jemanden, wie wir Toni Kroos linken könnten. Mit Anni Anzal, die spielt ja gar nicht mehr in der BBVA. Wir hätten Pereira, der linken würde zu ihm. Und der Rest, ja, dann nehme ich mal Pereira mit. Mit dem Rest können wir eigentlich eh nichts anfangen. Und jetzt in der Innenverteidigung, klar, da muss irgendwann der Scheiß-Spot kommen, eigentlich die Scheiß-Spieler. Wen nehme ich hier jetzt? Wir haben niemanden aus der Bundesliga. Der Highest-Rated ist tatsächlich 76er Spanier. Komm, nehme ich mal mit einfach. Und jetzt Rechtsverteidiger-Position. Keine Bundesliga, leider, leider, leider. Wir hätten hier Fernandes, der würde linken zu Naldo. Das ist an sich gar nicht so schlecht. Theoretisch würde hier auch dieser, wie heißt er, Alexis linken zu Atze Alonso. Aber ich mache erstmal diesen Move hier. Das gefällt mir gerade ein bisschen besser. Und somit haben wir schon mal 70 Chemie und jetzt noch einen guten Bundesliga-Keeper. Wir kriegen Karius. Gar nicht mal so schlecht. Also, wir haben 77 Chemie bisher. Aber dieses Bundesliga-Draft an sich gefällt mir schon echt gut. Und dazu jetzt noch Neuer hier mit am Start. Müller meine ich natürlich. Den können wir hier in die linke Stürmerposition packen und sind schon mit bei einem 86er Rating und 86 Chemie. Und Karim Bellarabi, hallo, wir brauchen dich zwar nicht wirklich, aber er ist höher geratet. Aber
Stimmt, er ist recht im Mittelfeld. Und damit gibt er weniger Chemie als Mkhitaryan. Komm, den Neymar nehmen wir mit fürs Rating. Gerne, gerne, gerne. Und dazu, hier ist er, der Reusiboy. Der kommt jetzt natürlich hier als linker Flügel. Und wie kann er genauso viel Chemie geben wie ein Müller MS? Man weiß es nicht. Absolut gar nicht einfach. Komm, Müller kommt erstmal hier in die Verteidigung. Das gibt doch nochmal schöne Chemie. 85er Rating, 88er Chemie. Wir haben Peace Check. Rechtsverteidiger. Sehr schön, sehr, sehr schön. Bringt uns auf 91 Chemie. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch was für die linke Seite. Und ich glaube, es sieht gar nicht mal so schlecht aus bisher. Okay, ich nehme mit Iniesta. Iniesta linkt nämlich zu Alonso und zum Verteidiger. Das gibt 93 Chemie schon mal. Sieht gut aus. Okay, scheiße. Die linke, Silber meine ich. Die sind doch auch alle scheiße. Ich nehme einfach mal den schnellen Martinez hier mit von Torino. Und somit, Gulivagui oder Meier oder Schwegler oder Kostic. Am höchsten geratet wären Meier und Gulivagui. Ich nehme mal Meier mit, weil er Deutscher ist. Könnte er uns nochmal ein bisschen mehr Chemie hier geben? Boom, genau, 95 Chemie. Wen könnten wir hier irgendjemand als Linksverteidiger spielen lassen, der uns mehr gibt? Ich glaube aktuell nicht. Also uns fehlt eigentlich nur noch ein Linksverteidiger. Dann haben wir hier einen Full-Bundesliga-Draft. Wir haben Gaetan, wir haben De Bruyne, wir haben De Rossi und Pölo, Team of the Season. 3 Slots noch übrig. Jawohl, wir haben Jonas Hector, Team of the Season, Freunde, und haben somit das Bundesliga-Draft vollendet hier. Das ist doch mal saftig. Und haben sogar noch Sokrates hier für die Innenverteidigung. Jetzt ist es wirklich perfekt hier. Jetzt, wenn jetzt noch ein heftiger Keeper kommt. Okay, leider nicht. Aber immerhin Weidenfeller, auch besser als nichts. Wir haben ein 85er Rating. Ich packe mal noch die highest rated Spieler auf die Bank. Wir haben, Freunde, die drei... Wir haben, Freunde, den Dreierangriff von Dortmund. Und so können wir sogar Müller ins Mittelfeld stellen und haben ihn als MS hier im ZM. Und somit haben wir schon wieder mehr Bayern-Spieler als Schalker-Spieler im Mittelfeld. So schnell ändert sich. Gucken wir mal noch, vielleicht kriegen wir noch einen Bundesliga- und einen deutschen Manager. Jawohl, wir kriegen sogar einen deutschen Manager. Was ist hier abrundet? 86 geratet und 100 Chemie. Das gefällt mir richtig, richtig gut, das Draft. Also ich würde sagen, Freunde, wenn es euch heute gefallen hat, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wirklich heute einen Daumen nach oben alle da lassen würdet. Dann mache ich das auf jeden Fall häufiger. Ein XXL-Draft. Ich bin auch so im Hype von FIFA 17. Ich habe gestern 2 Videos dazu hochgeladen. Checkt sie nochmal aus. Auf jeden Fall würde mich sehr freuen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Demo früher bekommt. Und auch das andere Video. Also, ich bin raus für heute, Freunde. Und ich sage noch ein Wort. Haut rein. I'm gay. I'm really gay. I'm super duper gay. I'm gay. I'm gayer than I'll say.